Ja, herzlich willkommen. Heute sind wir mal wieder wo auf der Reise. Und zwar sind wir heute in Frankreich, in Kingersheim. Das ist in der Nähe von, ja man kann sagen, das ist an der Ecke Basel, Mülhausen, also ist auf der französischen Seite. Und wir befinden uns heute bei der Firma Masterfish. Sicherlich vielen bekannt, was den Versand von Tieren, also Fischen und Korallen angeht. Und wir haben nachgefragt, wie schaut es aus? Und die haben gesagt, ja, kommt vorbei. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen uns an, was es hier zu sehen gibt. Während wir jetzt reingehen, ist Lauren zu mir schon rausgekommen. Hallo Lauren, grüß dich. Hallo, ja, grüß dich. Wir haben schon gesagt, Masterfish ist mittlerweile ein klangvoller Name, auch im deutschen Internetversand. Und ich habe mich über die sehr gefreut, dass du gesagt hast, ja, komm vorbei, guck dir das an. Ja, nee, klar. Und das wollen wir jetzt machen. Und du erzählst uns ein klein bisschen was über euren Betrieb. Ja, freut uns, dass ihr da seid. Ja. Und warte kurz, ich komme gleich nach, die Kamera muss vor. Ich war überrascht, als ich erst mal gesehen habe, weil du sagst, ihr seid eigentlich ein Fischgroßhandel. Einerseits richtig der Großhandel, Masterfish ist ja der Einzelhandelsableger, würde ich sagen, oder? Das ist so korrekt? Ja, also Masterfish sind wir wirklich für Privatkunden. Für Privatkunden, genau. Genau, in Partnerschaft dann mit, mit dem Akklimatisierungszentrum. Und wenn man hier reinkommt bei euch, findet man ja tatsächlich jetzt als allererstes mal Schaubecken. Also hier kann auch der normale Kunde kommen und kann sagen, hier, ich brauche das eine oder andere Produkt. Das gehört eigentlich zu Tropic NBN, das ist unser Partner-Akklimatisierungszentrum. Wir auf Masterfish haben wir uns jetzt mit dieser Partnerschaft wirklich nur auf Fische, lebende Tiere, Korallen spezialisiert. Und wir sind jetzt komplett unabhängig von... Ja, ich weiß, ihr verkauft das nicht, aber wenn man hier reinkommt, sieht man jetzt erstmal so ein paar schön ausgestellte Aquarien und hier auch im Prinzip die üblichen Verbrauchsprodukte. Habt ihr hier so auf viele Privatkunden? Wahrscheinlich nicht, oder? Hier nicht. Nein, hier okay. Sind nicht sehr viele Privatkunden. Schön. Genau. Hier hinten habt ihr ein Riesenbecken. Was habt ihr denn da? Also das ist ein Schaubecken mit Hardcore-Fischen. Ja. Die schon seit ein paar Jahren da sind und ein bisschen älter geworden sind. Da kann man der Hawaii-Dock ein paar Kantoros da sehen. Du hast gesagt, das war hier, dieses Gebäude war früher hier ein Museum, habe ich das richtig verstanden? Genau, also das Akklimatisierungszentrum existiert jetzt seit gute 40 Jahren. Ja. Und in den 90er Jahren war das auch ein ozeanografisches Museum. Ozeanografisches, ja, okay. Genau. Genau, bis 98 hat es dann aufgehört und sich dann wirklich auf Großhandel spezialisiert. Mhm. Und jetzt Masterfish haben wir jetzt zusammen mit Tropic vor 6 Jahren ungefähr angefangen, in Deutschland zu verkaufen und mittlerweile jetzt fast europaweit. Ich wollte gerade sagen, ihr macht mittlerweile auch, ihr habt Italien mittlerweile dabei, glaube ich, oder? Genau, wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, England bzw. Großbritannien. Und warum Frankreich nicht? Frankreich nicht, weil das möchte sich Tropic NBN natürlich vorbehalten für den Großhandel. Ja. Das ist natürlich auch so, dass die Kunden von Tropic NBN Fachhändler sind, die nicht unbedingt gerne haben. Ja, okay, dass jemand mit dem Internet dazwischen pfuscht. Das ist verständlich. Ist ja bei uns nicht anders. Bei uns, wir haben ja auch ein paar, manche Fachgeschäfte, die versenden und manche, die versenden nicht. Also manche kriegen das auch nicht auf die Reihe, das muss man ja schon sagen. Wir sehen das später anhand eurer Maschinen, wie ihr Fische verpackt, dass das nicht jeder kann. Also man muss schon sehr viel tun, damit der Fisch gesund auch ankommt. Das habt ihr vorgehalten, ihr habt mir auch was gesagt, kriegt ihr manchmal einen großen Hai, den er dazwischen hält. Ja, also wie auch vorher gesagt, nicht über Masterfish, Haie werden wir nicht an Privatkunden verkaufen. Ja. Möchten wir das auch nicht. Gut. Aber das Akklimatisierungszentrum hat natürlich genug Platz. Genug Platz und als Kunden hat er viele Museen, die dann auf Großfische auch haben. Großfische haben. Ja, ja. Bei Großfischen natürlich sind die Haie dann nicht ausgewachsen, wenn die bestellt sind. Das sind noch Babyhaie. Ja. Aber es
Ja, aber es gibt halt auch nochmal große Zoos. Also genau. Muss man ja sagen, dass das... Ja, aber da hätten wir jetzt die Kapazität für einen großen, ausgewachsenen Hai hier jetzt vor Ort nicht. Also ja. Man geht nur kleine, so einen Meter klein ungefähr, okay. wenn einige importiert werden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal runter und gucken uns mal nach und nach eure... Auch nicht uninteressant. Ach, ja, das können wir nochmal mit draufnehmen. Was ist das für ein Rochen? Blaupunkt? Ja, genau. Also das ist zum Beispiel auch speziell für ein Museum, also auf Masterfisch werden... Naja, jetzt... Keine solchen Tieren für privaten Anliegen, das kann dann auch nicht in Privatbecken. Ich glaube ja auch, also jeder ist ja in der Lage, zumindest kenne ich das so, wenn ich einen guten Draht zu meinem Verkäufer habe, dann kann es schon mal sein, dass ich auch sage, Mensch, Laurin, kannst du mir den und den Fisch besorgen? Und dann wirst du sagen, ja, okay, wenn er da ist, melde ich mich, wenn du nicht standardmäßig da hast. Es sind ganz viele Tiere, die wir natürlich auf Bestellung besorgen können, auf Masterfisch. Ja. Aber es sind besondere Arten wie Haie oder Rochen und alles, was giftige Tiere sind, wollen wir nicht machen. Da bist du wahrscheinlich auch gar nicht im Shop drin, ne? Genau. Ja. So, wir gehen jetzt im Prinzip eine Etage tiefer oder eigentlich eine Halbetage. Ja, genau. Und hier habt ihr ein Reziehbecken. Ja, hier haben wir ein Reziehbecken. Da haben wir angefangen, so einen kleinen Showbecken einzurichten. Ja. Da möchten wir auch ein bisschen berichten über, wie man ein Becken dann aufbaut. Haben wir auch ein paar Bilder jeweils gemacht. Ja. Dass wir jetzt für die Hochsaison, sagen wir mal so, im September dann langsam aufbauen möchten. Also da kann man sehen, das ist noch recht leer an Korallen. Wir haben ein paar kleine Tiere, die jetzt nicht unbedingt auch die Tiere, die man so oft sehen kann. Also da haben wir uns natürlich auch ein bisschen ein paar Tiere, die schön aussehen und jetzt nicht unbedingt die gängigsten Tieren sind, ausgesucht. Ein paar schöne Korallen. Und das machen wir jetzt nach und nach. Ich finde, das sieht gut aus. Ihr habt ja tatsächlich, Juli, August ist ja jetzt nicht Hochsaison für Meerwasser. Genau, das sind viele Personen jetzt im Urlaub. Und es wird auch weniger bestellt natürlich. Ab September, Ende August, September fängt das wirklich wieder an mit den Bestellungen. Mhm. Ja, gefällt mir sehr gut, euer Becken. Danke. Habt ihr auch ein paar schöne Tiere drin, das ist richtig. Ja, doch, schick. Schöne Korallen. Oh, habt ihr Schwierigkeiten mit der Wärme? Müsst ihr kühlen? Weißt du das? Hier nicht, nee. Ne? Nee. Oder ist okay? Also das ist jetzt zurzeit wirklich ein bisschen Ausnahmezustand. Also wir hatten 35 Grad, glaube ich, vor kurzem, noch vor zwei Tagen hier. Ja. Also müsst ihr dann kühlen oder reicht das dann noch bei euch? Das passt noch. Das passt noch. Also die Freiburger Nähe ist auch nicht bekannt, die kühlste Nähe von Deutschland zu sein. Die haben fast die meisten Sonnenstunden und sind, wie ich das aus... Mikroklima. Ich bin seit 11.07. schon hier in Freiburg in dem Raum und ich muss sagen, dass ich jeden Tag eigentlich am Schwitzen bin. Aber gut, dafür ist es ja auch eine Urlaubsgegend. Also viele fahren da in Freiburg zum Urlaub machen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch eine Etage tiefer. Gut, jetzt, ich sehe hier... Hier haben wir auch ein paar Kois, die wir anbieten. Also in der Kois-Saison, ab März, April, bieten wir auch ganz viele Kois als What You See is What You Get. Wo wir wirklich die Tiere dann einzeln fotografieren und dann anbieten. Jetzt sind noch ein paar, die übrig sind. Wir bieten natürlich auch... Also grundsätzlich Süßwasserfische und Kaltwasserfische. Ja, ihr habt auch Süßwasser. Dann generell nur bei Kois bieten wir dann What You See is What You Get, wie in Meerwasser für Korallen zum Beispiel. Ich habe gesehen, vor der Tür habt ihr auch einen kleinen Koi-Teich. Genau, vor der Tür auch. Also da muss man sagen, dass wir in Nähe vom Akklimatisierungszentrum eine wirklich schöne Gegend haben. Das stimmt. Das habt ihr auch geschmackvoll gemacht hier, vom Anlegen her. Ja, das ist. Gut, Es gibt schlechtere Arbeitsbedingungen, Natürlich. Die wir hier haben. Ja. Das stimmt. So, das ist jetzt eure, ich will mal der Kamera nicht im Weg stehen, das ist jetzt eure Meerwasserwand zum Gucken. Genau, also das sind ein bisschen die Meerwasserwand im Akklimatisierungszentrum haben die natürlich auch
paar Privatkunden, die wirklich aus der Gegend kommen. Ja. Aber das sind auch natürlich Tiere, die wir auf Masterfish jetzt verkaufen, ja, die auch an Privatkunden hier vor Ort von der Akklimatisierung selber nicht über Masterfish natürlich verkauft werden. Ja. Was ist denn so das, was am meisten geht? Ist das immer noch so, der Zitronenflossendoktor, Centropyge loricula? Ja, genau. Also Zitronenflossendoktor, Hawaii-Dock und der Centropyge loricula sind wirklich die zwei Renner, ja, sagen wir mal, im Meerwasserbereich. Dann haben wir natürlich der Clownfisch, ich glaube seit Nemo, ja, ist es ein bisschen modisch geworden. Wobei man muss sagen, dass mehr und mehr Interesse auch für Designer-Clowns gibt. Ja. Was wir mit Importe aus den USA generell auch besorgen können. Also ihr importiert aus den USA auch? Genau, aus den USA, insbesondere was Designer von Fischer angeht. Ja, das ist doch super. Genau, Mandarinenfische sind auch sehr beliebt. Ja, das stimmt. Zeit. Korallen als what you see is what you get wird mehr und mehr gefragt. Okay, also ihr habt auch eine Passion bei Korallen? Seid ihr sehr stark dabei? Genau, also stark noch nicht, wir sind wachsend, sagen wir mal, ja, so. Wir haben das nach und nach jetzt vor 2 Jahren angefangen mit den What You See and What You Get, die wir nachher vielleicht da hinten sehen können. Ja, wir haben hier zum Beispiel, habt ihr einen richtigen Fluoreszenzbereich, also wo man ganz gut gucken kann, wie unter Blaulicht die Tiere wirken. Genau, also das ja, das ist eine schöne Sache. Von den letzten Importen, die wir jetzt im Shop als What You See is What You Get anbieten. Das heißt, dass wirklich die Einzelstücke dann fotografiert werden und man bekommt auch, was man gerade auf dem Bild sieht, zugeschickt. Das ist gut. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal eure Korallen auf der anderen Seite an. Weil die sind ja, finde ich, schon sehr schön. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Genau, also da kann man ein paar Apoporas noch sehen, die wir, also wir hatten jetzt den letzten Import aus Australien ziemlich lange her. Also wenn wir Importe aus Australien haben, haben wir ein bisschen mehr farbige Apoporas. Das sind die meisten, denke ich mal, aus Indonesien, ja, eher. Also im Sommer, wie schon gesagt, haben wir ein bisschen weniger Großimporte aus Regionen. Wie Australien, auch mit der Hitze ist es natürlich für den Transport von Apoporas nicht am geschicktesten. Ja, da warten wir eher Anfang September. Ja, du hast gesagt, heute Abend kriegt ihr einen großen Muschelimport. Genau, ne? Also wir werden jetzt ganz viele Muscheln bekommen, Tridacta Maxima, Ultracolor, also als kleine Exemplare von ca. 5-6 cm als Zucht und dann größeren von 13 cm, die dann wild sind. Na okay. Ja, da tut sich ja doch einiges, ne? Ja. Okay, und das ist jetzt Showroom und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch kurz die Süßwasserabteilung an. Ja. Ein Blick, bevor wir jetzt in die Akklimatisierungsräume gehen. Ihr habt auch noch diesen kleinen Süßwasserbereich. Ein Süßwasserbereich mit verschiedenen Tieren. Also hier sieht man zum Beispiel Diskusfische, Solid Turquoise, die gerade Eier bekommen haben. Die sind gerade am Aufpassen von den Eiern. Ja. Also sehr, sehr schöne Tiere, die wir jetzt vom Züchter Stenker dann importieren und besorgen. Wir haben im Süßwasserbereich auch Kaltwasserfische, die wir besorgen. Also wir haben vorher schon die Kois gesehen. Wir haben alles, was dann Südamerika, Afrika. Gibt. Skalare sind auch ziemlich erfolgreich bei uns. Natürlich dann die natürlichen, die wir jetzt hier nicht haben, alles was Guppies und Neons sind, werden natürlich auch. Ja. Habt ihr eigentlich, also wird im Süßwasser auch so viel im Internet gemacht wie bei Meerwasser oder ist das? Ja, also wie ist der Markt? Ich habe da gar keine Ahnung. Ja, wir verkaufen schon am meisten Meerwasser auf Masterfish, aber also es ist schon ein guter Drittel, wenn nicht mehr, das Süßwasser verkauft wird. Eigentlich ist Süßwasser 90% und Meerwasser 10%. Ja, genau. Also von der Menge her sind das natürlich mehr Personen, die das bestellen,
Die Bestellwerte sind natürlich auch niedriger, das sind kleinere Bestellungen für kleinere Becken. Also das Große vom Geschäft und wofür wir auch bekannt sind, das bleibt schon Meerwasser, wo wir wirklich auch auf Anfrage bestimmte Arten besorgen können. Ja, das stimmt. Und wir wirklich eine Palette an Importe, das von Amerika bis Asien geht über Rotmeer. Da können wir fast alles besorgen, was eigentlich im Aquarium geben kann. Das stimmt. Wir haben auch schon das ein oder andere Foto von euch bei uns im Meerwasserlexikon. Ja, wenn wir ein bisschen Zeit haben, schauen wir auch immer, wo wir noch ein paar neue Bilder haben, die wir noch auf Meerwasserlexikon hochladen können. Also sogar auf Masterfish sind einige Tiere, die wir jetzt sogar auf Lager manchmal haben, die wir gar nicht im Shop haben, weil wir noch keine Zeit hatten, das zu fotografieren. Das ist natürlich ein Aufwand, aber also da haben wir natürlich auch immer, sind wir auch immer bereit, wenn ein Fisch nicht gefunden ist, einfach anfragen und vielleicht haben wir den sogar da. Dann geben wir uns die Mühe, fotografieren den, tun wir in den Shop und können wir den auch. Ja, da müsstest du extra einen einstellen, der nur die Pflege der Fische im Shop macht. Ich weiß, wie das ist. So, und jetzt gehen wir zur Akklimatisierung. Sind wir in der Akklimatisierung. Genau, hier ist die Akklimatisierung. Hier hat man den Bereich Süßwasser-Akklimatisierung. Also nur Süßwasser. Hier in dem Raum sind nur Süßwasserfische und natürlich Garnelen und Wirbellose, die akklimatisiert sind. Also da sind ein paar hunderte Becken. Weißt du, wie viel Liter nur jetzt diese Süßwasseranlage hat? Liter wäre ich jetzt gefragt, müsste ich nachfragen. Ja, ist eine ganze Menge. Ne? Aber insgesamt in dem Akklimatisierungszentrum sind ca. 2000 Aquarien. 2000 also Süßwasser plus Meerwasser zusammen sind ungefähr 2000 Aquarien. In jedem Aquarium ist dann eine andere Art drin. Und pro Größe hat man öfters auch für die gleiche Art, pro Größe sind die dann auch pro Aquarium dann sortiert, damit wir dann auch beim Vorbereiten. Ihr müsst ja auch suchen immer, wo genau, also ihr müsst ja wissen, wo was also ist. Wir gehören schon, ich glaube, zu den fast einzigen, die auch die Tiere pro Größe anbieten und nicht einfach, also zum nur Beispiel eins, sondern ihr habt mehr. Können wir als S, L und M und dann Pärchen natürlich besorgen. Und das ist natürlich für die Logistik ein bisschen mehr Aufwand, aber... Ja, aber der Kunde kann dann auch gut wählen. Er hat auch eine Idee, was er dann bekommen wird. Okay. Ja, das ist ja enorm. Warte mal, bevor wir rübergehen. Das ist eure Packstation, nehme ich an. Das ist unsere Packstation. Da können wir eventuell einen Kollegen kurz fragen, dass wir, wie das funktioniert, dass er das kurz zeigt. Gerne. Okay. So, das ist jetzt unsere Verpackungsanlage. Da zeigt der Kollege, wie die Tiere dann jetzt mit Sauerstoff in den Tüten verpackt werden. Und die werden natürlich danach, hier auf die andere Seite kann man sehen, in solche starke Styroporboxen, die mit Kartons verschickt werden. Also das ist auch ein Styropor, das viel stärker ist als die normalen weißen Styropor. Ja, ja. Und auch von der Wärme her viel besser wärmedämmend und kältedämmend als die normalen weißen Styroporboxen. Das stimmt. Er macht ja dann, wenn es im Winter Heatpacks... Genau, im Winter ist das immer Heatpacks, sind immer... Je nachdem, wie die Temperatur ist, schauen wir immer auf den Wetterbericht und passen dann die Anzahl an Heatpacks immer an und im Sommer natürlich auch manchmal Abkühlung drin. Wie läuft das eigentlich, wenn ich jetzt bei euch was bestellen würde? Ja. Und bestell das, wann kriege ich von dir eine Info, wann kommt mein Fisch? Genau, also wenn man bei Masterfish bestellt, ist es so, dass wir die Bestellung an den Akklimatisierungszentrum dann weiterleitet. Da werden die Tiere einzeln überprüft, ob die alle versandbereit sind. Es passiert manchmal natürlich, dass das eine oder andere Fisch noch ein paar Tage Akklimatisierung braucht. Da informieren wir natürlich auch der Kunde, sagen Bescheid, okay, also die Bestellung könnte ab Donnerstag zum Beispiel geliefert werden. Wir rufen immer die Kunden an, um also er sagt genau, morgen ist das da. Genau, also bevor wir verschicken, kontaktieren wir immer die Kunden, um sicherzustellen, dass jemand zu Hause ist. Ja. Und wir verschicken dann mit Go. Ja. Die holen dann die Pakete abends ab. Am nächsten Vormittag werden die Pakete geliefert. Außer man nimmt, also ab 200 Euro Einkaufswert bieten wir auch die Terminzustellung. Da kann sich der Kunde eine halbe Stunde Zeitfenster über den Tag, egal welche Uhrzeit, aussuchen. Wenn er nach Hause kommt nach der Arbeit, dann genau, nach Hause
und muss nicht jetzt unbedingt einen Tag oder einen halben Tag Urlaub nehmen, kann sich eine halbe Stunde zu Hause bleiben, die Tiere einsetzen und dann wieder in die Arbeit. Und Samstag Zustellungen bieten wir natürlich auch als Freitag, genau. Super, ja, dann lass uns jetzt noch ruhig in die Meerwasserhalle gehen. Ja, genau. Ja, jetzt sind wir im Meerwasserraum und das, was ihr gerade seht, das ist die Silke und der Carsten. Das sind unsere Freunde, die heute mal mit uns gefahren sind. Normalerweise hat mir gerade Laurent gesagt, normale Kunden dürfen nicht in das Akklimatisierungszentrum. Das ist natürlich nicht öffentlich zugänglich, also wir bieten maßgeblich wirklich nur Verkauf übers Internet mit Versand, also Abholung können wir leider nicht anbieten, weil natürlich hat das Akklimatisierungszentrum ist nicht nur maßgeblich als Partner, sondern auch macht Großhandel und wir haben jetzt keine Mitarbeiter, die da wären, um jetzt vor Ort zu beraten. Gut, ist auch verständlich. Genau. So. Und ihr habt da alles, was es so im Meerwasser gibt oder was ihr besorgen könnt? Genau, also wir haben, wie schon vorhin gesagt, Tiere aus vielen verschiedenen Ursprüngen, sei es also viel Indonesien Nähe, wir haben... Mal Australien wahrscheinlich. Aus Australien haben wir, insbesondere für die Korallen, Australien natürlich, Indonesien sind eher die Fische, dann in der Nähe von Florida und Seychellen haben wir manchmal auch Rotmeer, also da haben wir ganz viele verschiedene Ursprünge. Jede Woche gibt es mehrere Importe, die wir haben, drei bis vier unterschiedliche Importe mindestens, die jede Woche, da werden die Tiere eine gute Woche akklimatisiert, bis sie dann zum Verkauf freigestellt werden. Okay. Du hast vorhin gesagt, ihr verschickt sehr viel, ne? Teilweise am Tag 100 Pakete. Genau, also das ist schon das enorm. Das kann in einem Tag vom Akklimatisierungszentrum gute 100 Pakete dann verschickt werden. Ja. Also da haben wir auch mehrere Mitarbeiter, die dann in die Meerwasserabteilung und im Akklimatisierungszentrum arbeiten und den ganzen Tag dann die verschiedenen Bestellungen verpacken und vorbereiten, damit dann am Abend die Transporter das abholen und für den Kunden liefern können. Ja, das ist schon gewaltig, sehr, sehr viele Becken. 2000 Einzelbecken ist halb-halb von der Größe oder ein bisschen mehr Süßwasser? An Anzahl Becken, ich würde sagen sogar mittlerweile ein bisschen mehr Meerwasser. Okay. Also da haben wir auch mehrere kleinere Becken, die dann, wo Fische, wie man hier vielleicht nachher sehen kann, Tiere werden sehr oft dann auch einzeln oder zu zweit akklimatisiert, Fresskonkurrenz. Die werden am Anfang generell mit Lebensfutter und nach und nach mit Frostfutter umgestellt. Also für manche Tiere geben wir auch Granulat, versuchen wir auch mit Granulat, aber in der Regel die akklimatisierten Tieren, die zum Verkauf freigestellt sind frostfutterfest. Ja, ihr müsst ja, das muss man ja auch mal nicht vergessen. Es hilft ja nicht, wenn der Fischer schwimmt, da muss ja auch was essen. Ja, genau. Deshalb ist es auch so manchmal, dass wenn wir denken, ein Fisch ist noch nicht futterfest genug, warten wir lieber drei, vier Tage mehr mit der Bestellung, bevor wir versenden, als ein Tier, das jetzt nicht fressen wird, zu verschicken. Das hat weder für uns noch für den Kunden einen Sinn. Das ist super. Wie ist bei euch der Stellenwert der Nachzuchten? Also wir versuchen mehr und mehr Nachzuchten, also im Süßwasserbereich ist es zu 90% schon Nachzuchten, vielleicht 10%, im Meerwasser ist es eher umgekehrt, wobei also wir versuchen mehr und mehr Nachzuchten wie möglich, zum Beispiel der Clownfisch gibt es gar nicht mehr als Wird nicht mehr Wildfang, ne? Nee, also der klassische Ocellaris gibt es nur noch als, oder der Clownfisch generell, gibt es nur noch als Nachzucht. Wir haben manchmal auch sogar einen Tank Race für ein paar Doktorfischen gehabt, zum Beispiel der Hepatus hatten wir eine Zeit lang, also jetzt wieder schwieriger zu besorgen, hatten wir auch Tank Race, also da war wirklich der Vorteil, also dass diese Tiere zwar ein bisschen teurer sind, aber viel stärker sind und natürlich auch von dem Futterverhalten von Anfang an ein Granulat geben, das ist natürlich besser. Und wir versuchen dann natürlich der Anteil, wir haben auch eine kleine Anteil auf der Webseite, wo wirklich explizit Nachzucht steht. Da die Leute, die wirklich für denen es wichtig ist, Nachzuchten bekommen, können natürlich nach Nachzuchten nur suchen und dann sehen die auf der Webseite, welche Nachzuchten wir zurzeit haben.
Hier hinten habt ihr nochmal eine lange Flachhand. Was habt ihr hier drin? Genau, also auch noch Fische. Hier sind ein paar Fische, aber insbesondere die Riesenmuscheln, die jetzt heute Abend. Das wird schön bereit. Genau, das ist jetzt schon vorbereitet. Da kommen ein paar hunderte Riesenmuscheln heute Abend geliefert. Ja. Und die Kollegen werden das dann bis spät in der Nacht akklimatisieren. Ist das bei Muscheln eigentlich leichter wie bei Fischen? Musst du da nicht so viel anpassen oder doch? Nee, die Muscheln sind schon ziemlich schwierig zu anpassen. Also da muss unbedingt. Also auch über Stunden. Ja, genau, mit der Tröpfchenmethode. Also das empfehlen wir auch für die Tieren eigentlich, die vorher einen Transport hatten, die wir jetzt verschicken. Mhm. Am Becken immer mit Tröpfchenmethode zu akklimatisieren, ist es viel besser als das. Reinzuschmeißen, weil da könnte das Temperatur und die Wasserwerteunterschiede. Temperatur, pH-Wert, genau, das sind die wichtigen Sachen. Das ist schon wichtig. Da liefern wir natürlich auch immer, wir haben einen kleinen Akklimatisierungshinweisblatt, das wir mit jeder Bestellung dann mitliefern. Okay. Dann hat der Kunde eine Anweisung, 3/4 Stunde ungefähr mit Tröpfchenmethode anzugleichen. Okay. Genau, weil wir haben natürlich viele erfahrene Kunden, die auch spezielle Fischen suchen, aber wir haben auch ganz viele Anfänger, die uns dann auch sehr viel E-Mail schreiben oder anrufen und fragen, okay, ich habe jetzt ein Becken von 300 Liter, die ich anfangen möchte, ich möchte diese oder diese Tiere. Also, ach, ihr habt auch diese Grundberatung auch? Genau, ja, genau. Also okay. Wir sind einfach eine E-Mail schicken, sagen, welche Beckengröße, welche Ideen von Tieren man schon hat. Und da prüft man gerne, ob das dann natürlich für die Beckengröße passt, damit auch nichts Falsches gemacht wird. Das wissen wir natürlich auch. Das ist gut, das ist gut. Beratung ist immer gut. Ja, ja, Laurent, ich sage herzlichen Dank. Ja, ich danke auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Besuch und das. Wir wünschen euch alles Gute. Ja, genau. Ja. Und wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Ja, spätestens auf der Interzoo. Genau. Alles klar.